Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu Part 37 der Good and Evil Challenge mit unserer wunderbaren Blaze. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und Leute, das war das letzte Mal, dass ich das gesagt habe. Denn das ist der letzte Part der Generation 1 der Good and Evil Challenge mit unserer wunderbaren Blaze. Und Leute, ich bin ganz sentimental. Wir werden heute Blaze verheiraten mit Don. Und dann wird Fleur flüchten nach Henford und Bagley. Ihr habt euch auch für ein Grundstück entschieden. Das finde ich sehr gut. Also die Tendenz ist schon mal sehr zu einem Grundstück hingerichtet. Und ja, das werdet ihr aber alles in Generation 2, also in ein paar Wochen erfahren. Beziehungsweise ein paar Wochen, ne? Aber ja, ich bin sehr, ich will gar nicht anfangen, aber ich bin, freue mich, dass Blaze ihre Liebe gefunden hat, also ihre Zweckliebe irgendwas. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns nicht noch ganz hier rumprinkeln, sondern gleich mal reinstarten. Das letzte Mal das Intro, das letzte Mal alles und es ist so crazy. Blaze geht's auch absolut gar nicht gut. Ich habe die Hochzeit auch schon geplant. Ja, und sie wird jetzt auch mal direkt ins Bett gehen, weil sie ist extremst müde. Nee, du gehst mal bitte in dein Bett. Stimmt, wir haben im letzten Part den Geburtstag von Fleur und Victoria gefeiert. Kinsley ist auch im Start. Schön. Unser wunderbares Farm-Girlie. Ach, schön. Und euch haben die beiden auch sehr gut gefallen. Vor allem auch Victoria's Style fanden ganz viele ganz toll. Sie so ein bisschen wie ihre Mom ist, aber ein bisschen lässiger als ihre Mom. Finde ich auch gut. Und finde ich auch. Und I love it. Also, wow. Okay, was machen wir jetzt? Was macht die Teufelin hier? Du kannst bitte gehen. Danke. Wir brauchen dich nicht. Wir sehen dich erst morgen. Denn die Teufelin ist tatsächlich unsere Offiziantin. Also sie wird uns verheiraten. Es ist ja so eine. Ja, die glauben halt an Satan und sowas alles. Und da so ein bisschen Chilling Adventures of Sabrina mäßig. Und deswegen wird sie natürlich uns verheiraten. Na Schatz, alles gut bei dir? Ach, ja, ich bin nur aufgeregt, meine Mom heiratet. Ja, das ist schon verrückt. Ja, ich freue mich schon, meine Liebe des Lebens zu heiraten. Ja, dann. Ach, Don, du bist so ein Schwätzer. Ich liebe Victoria. Oh Mann. Schon sad, sie ein bisschen gehen zu lassen. Ja. Oh mein Gott, die Katze schläft hier, Wispy. Und Shadow nehmen wir ja auch mit. Freue ich mich schon sehr darauf, dass sie auch eine kleine Katze haben wird. Ach, crazy. Crazy, 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 Leute. Genau, die Hochzeit ist auf jeden Fall morgen. Ich habe sie schon geplant. Ich habe auch ein wunderschönes Grundstück platziert. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr sagen werdet dann. Und, ja. Empört. Wegen Arbeitseignis. Schön. Lust auf Action. Er hat eine Midlife-Crisis? What? Er hat eine Midlife-Crisis? Schön. Yo. Yo. Don, so, ich nehme einfach mal alle. Dieser Typ ist wirklich furchtbar. Aber, na gut. Die haben auch gar keine Freundschaftsleiste. Das ist so crazy. Na gut. Aber Blaze, wenn Blaze damit glücklich ist, dann soll sie es tun. I don't know. Es ist halt so eine richtige Zweckgemeinschaft. Der Sensemann soll übrigens nicht in unserer Leiste sein. Wir haben ihn getötet, also weg damit. Gut. Victoria, wie geht's dir? Sie haben auch wirklich einfach keine Freunde. Das ist auch so richtig sad. Also für, also Fleur wird wahrscheinlich vielleicht auch weiter zur Schule gehen. Ich hoffe, dass sie ein paar Freunde findet. Nicht so wie Blaze, die gar keine Freunde hat irgendwie. Oh, ich liebe ihre Stimme. Ich liebe ihren Look. Ich liebe Fleur einfach. Ich liebe die Zwillinge sehr. Ich bin sehr gespannt, was daraus so wird. Ich finde das so krass. Wir haben einfach 37 Wochen mit dieser Familie gespielt. Wir haben Blaze Geschichte komplett erlebt. Es ist verrückt, was Blaze alles erlebt hat. Wir werden auch zum Schluss nochmal einen kleinen Throwback machen. Das ist einfach so verrückt, dass sie die Teufelin belebt hat. Sie hat. Ihre Eltern sind gestorben. Sie hat den Mörder ihrer Eltern gefunden. Jetzt heiratet sie einfach jemanden, den sie nicht richtig liebt, aber den sie irgendwie zweckgemeinschaftsmäßig mag. Und sie hat einfach zwei Kinder, obwohl sie nie Kinder wollte. Und das ist einfach. Ich finde es so verrückt, was wir mit Blaze alles erlebt haben. Wow. Und ich freue mich auf alles Weitere, was mit Fleur jetzt kommt und wie Fleurs Leben verlaufen wird. Wahrscheinlich auch mit viel Drama, because. Einfach wegen ihrer Mutter. Ja, ihre Mutter bringt einfach viel Drama mit und es ist einfach verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Uiuiui. Die unterhalten sich schön. Haben die nicht eine gute Befreundschaftsdings-Dinge? Die sind voll Besties.
Oh, stimmt, die sind ja Hexen. Oh mein Gott, das müssen wir auch noch wegmachen irgendwie. Also sie wird halt so eine Kräutertante, also Kräutertante vor allem, so eine Kräutermaus, aber sie wird halt, ja. Willst du mal ein bisschen Zauber üben, Victoria? Müssen wir nochmal gucken. Oh, unser Keller, auch übrigens der ultrale Stein, hat euch auch sehr gut gefallen. Das freut mich natürlich sehr. Ja, wow, was wir alles erlebt haben. Ich finde es so verrückt. Okay, Victoria ist wach. Es ist 5 Uhr. Und sie ist ready. Okay, geh mal bitte eine dampfende Dusche nehmen, bevor du essen gehst. Was willst du machen? In die Sterne gucken. Süß. Und dann kannst du dir mal was zu essen holen. Das Katzenklo ist auch einfach dreckig. Naja, passt schon. Ach, Fleur. Sie überlegt sich schon, wie sie gehen kann. Achso, ja, wir müssen mal einen Tag frei nehmen. Ist zwar der erste Schultag, aber it's okay, dass wir nicht kommen. Oh mein Gott, er ist faul. Oh mein Gott. Die arme Blaise, sie tut mir schon ein bisschen leid. Oh Gottes Willen. Was, sie haben eine Abneigung? Excuse me, what's happened? Schwer wie eine schwer verliebt. Süß. Ich habe gerade irgendwas krass gelesen. Irgendwas mit unvorhersehbar verlobt. Sie sind auch inkompatibel, aber... Ja, it's happened, Leute. It's happened. Kannst du mal eine Runde baden gehen? Achso, ihr habt mir übrigens geschrieben, dass sie ja hier eine Strumpfhose anhat. Dass das ja voll unbequem ist. Ja, aber wir denken uns einfach, dass es keine Strumpfhose ist. Es soll halt hübsch aussehen, Leute. Geh doch raus, Don. Guck nicht deine Stieftochter an, während sie badet. Danke. Kinsley. Achso, wir müssen noch mal kurz was besorgen. Den wollte ich. Das war nicht von Lim Sam, das war von Ravashi. Nun. Und da kann man nämlich einen Hochzeitskuchen kaufen. Okay, wir wollen eine krasse schwarze Hochzeitstorte. Herzförmige Hochzeitstorte. Nee, wir wollen irgendwas krass prunkvolles. Runde Hochzeitsfischige Runde Torte mit Galaxie-Spiegelglasur. Was ist das? Mit Gold und Schwarz. Die ist toll. Wow. Die ist auch richtig gut. Sechseckig. Ich will so eine richtig große. Wir nehmen diese. So, öffnen wir mal. Machen wir mal ein Kinsleys Ding. Sehr gut, du isst mal was. Girl, ess mal festliches Frühstück. Sehr super. Don ist noch auf Toilette. Genau, die Hochzeit geht um 10 los. Okay, hat jemand ins Haus gemacht. Schön. Kinsley, ja, ess mal bitte was. Blaze, ess mal bitte was. Und du musst irgendwie auf Toilette. Das ist alles völlig verwirrend. Oh, ich liebe das Outfit von Fleur. Es ist süß. Oh mein Gott, ich finde das so schön. Don, schmeiß nicht so die Tür, immer. So. Oh, sie stinkt auch extremst. Okay, geh mal bitte auf die Toilette und dann gönnst du dir einfach mal ein Bad. Und dann können wir heiraten, Leute. Wow. Let's go, Leute. Gehen wir zur Hochzeit. Oh mein Gott, das ist crazy. Ach Gottchen. Oh mein Gott, da sind wir, Leute. Da sind wir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist... Oh mein Gott, sieht sie gut aus. Sie sieht so gut aus. Und das Fleur, Victoria, Kinsley, Fleur und die beiden. Oh mein Gott, Leute. Und das ist das Hochzeitsgrundstück. Ich zeige es euch jetzt erstmal. Wir sind in Forgotten Hollow und das ist die wunderbare Kirche. Ich finde sie so gut. Wir werden erstmal schnell die Hochzeitstorte hier hinstellen, weil wir werden natürlich auch noch ein bisschen feiern. So. Und das ist die Hochzeitslocation. Wow, einfach. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, das ist die Kirche. Es sieht so krass aus einfach. Es sieht so, so krass aus. Die Teufel ist natürlich auch dabei. Sie kriegt nochmal ein anderes Outfit an. Sie kriegt ihr Teufel-Outfit an, weil sonst... Macht irgendwie keinen Sinn. Sie ist ja nur hier, um uns zu verheiraten. Es sieht so cool aus und es passt auch so gut zu Blaze. Wow, crazy. Gut, dann geh mal zu deinem Garten. Es regnet auch, also perfekt für Blaze. Sie liebt ja Regen. Mach mal einen Filmkurs. Die Teufel freut sich auch. Oh mein Gott. Die beiden so süß. Wir werden dann auch noch so ein schönes Familienfoto machen, was natürlich... irgendwie Fleur mitnehmen wird, mache ich dann definitiv noch. Genau. Und Leute, dann würde ich sagen, wir schnacken nicht viel rum und werden einfach heiraten, oder? Es ist so verrückt.
Ich glaube, wir müssen diesen Bogen ein Stück nach vorne ziehen, sonst kann sich da die Teufel nicht hinstellen. Bitte hinsetzen. Oh mein Gott, man kann anklicken, wer sich hinsetzen soll. Das ist ja großartig. Ja, setzt euch mal bitte alle. She doing that. Okay, sie machen's. Gut, gut, gut. Kinsley, wo sitzt du? Da, bei Fleur. Super. Und jetzt, Leute. Oh, ich hoffe, dass alles funktioniert, ne? Ihr seid doch in einer Nähe. Oh mein Gott. Dann, geh mal hierher. Du gehst auch mal bitte hierher. Ich muss ihn mal kurz zu unserem Haushalt hinzufügen. Vielleicht geht es deswegen nicht. Super. Und brauchen die vielleicht mehr Freundschaft? Ich mache das mal ganz kurz. Wir machen mal 54. Ich kann das ja dann gleich nochmal zurückmachen, aber weil sonst macht das vielleicht... Jetzt können wir kein Gelübde... Aber warum können wir denn kein Gelübde ablehnen? Don. Warum können wir nicht heiraten? Hallo. Können wir nicht heiraten? Warum können wir denn nicht heiraten? So, wir machen das jetzt. Ehegelübde vor dem Offizianten leisten und küssen. Oh mein Gott, geht das jetzt nicht an diesem Bogen? Machen die das jetzt so? Die machen das jetzt nicht so, oder? Halleluja. Gut, Leute. Wir machen es richtig romantisch. Oh mein Gott, wie blöd. Naja, gut, Leute. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es leider so machen. Oh mein Gott. Dann macht's halt nicht vor diesem Bogen. Dann macht's halt einfach so. Leute, können wir uns das einfach bitte vor dem Bogen... Oh mein Gott. Fleur klatscht schön. Okay. Wir haben uns heute hier versammelt, um die beiden im Namen Satans zu vermählen. Und ja, jetzt einmal bitte die Gelübde für unseren großen... Für mich, oberste Herrscherin. Ja, Blaze, ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Ich liebe dich so unendlich dolle und, ja, mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich so viel sagen soll. Und du bist einfach für mich die mächtigste Frau auf dieser Welt und so hübsch und so toll. Und ich will für dich immer dein Begleiter sein. Ja, Don ist nicht so romantisch. Ach, lieber Don, so romantisch deine Worte. Ja, also im Namen Satans, im Namen unserer wunderbaren Teufelin möchte ich dich hier zu unserer Zweckgemeinschaft ja, vermählen und unsere Kräfte vereinen, dass wir umso stärker werden, ich meine Macht umso mehr ausbauen kann. Und naja, mit meinen Kindern zusammen, mit Victoria und ja, ich habe dich unendlich lieb irgendwie und ja, gut, Leute, dann... kann ich ja fortfahren im Namen meiner Kirche, im Namen aller unser. Was macht sie jetzt? Oh mein Gott, das ist so ein Chaos. Gebe ich euch diese Ringe, um den Bund der mächtigen Verschmelzung zu vollenden und den Bund für alle zu machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das ist so ein Peile. Okay, küsst euch, Leute. Supi. Yay, sie sind verheiratet. Das war so ein richtig typisches Sims-Hochzeit, aber toll. Ihr seid jetzt verheiratet. Cool. Könnt ihr mal hier hingehen und kannst dich mal hin ankuscheln, einfach. Toll. Toll, ich freue mich, Leute. Ich freue mich, dass ihr jetzt verheiratet seid. Ja, sie sind so eine Art Zweckgemeinschaft, deswegen ist es vielleicht auch nicht so romantisch wie jetzt bei anderen Sims-Hochzeiten. Aber vielleicht machen wir ihn ja auch zum Hexer, das wäre auch ganz schön. Dass er vielleicht in die Kirche von der Teufelin mit eintritt. Ja, vielleicht machen wir das jetzt noch. Können wir das machen? Können wir die irgendwie verwandeln? Also gibt es das als Möglichkeit? Verwandeln? Nee. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Na gut, dann machen wir ihn jetzt über den Cheat einfach. Wie machen wir das nochmal? Zum Magier verwandeln. So, Abracadabra. Er ist jetzt ein Magier. Toll. Das ist noch so das Bund, der noch gefehlt hat. Und er ist jetzt auch der Kirche beigetreten, der Teufelin. Und das finde ich ganz schön. So, jetzt können wir die Torte anschneiden. Im Regen. Können sich bitte alle versammeln. Super. Kommt alle zur Hochzeitstorte. Großartig. Und
Wie machen wir das jetzt so? Muss ich auf einem Esstisch befinden. Ja gut. Das können wir doch machen. Oh mein Gott, sie muss sich in der Mitte des Tisches. Ach, Leute. Das ist eine richtige Chaos-Hochzeit. So, jetzt kannst du bitte die Torte anschneiden. Schön, Leute. Schneidet die Torte an. Lace, dafür musst du aufstehen. Großartig. Guckt, er hat einen Regenschirm an der Hand. Ach, ist das toll, Leute. Ist das toll. Könnt ihr die Hochzeitstorte anschneiden, bitte? Blaze, come on. Please do it. Oh, dieser... Oh, dieser Schirm, Leute. Was eine Peile. Toll, wir haben jetzt Kuchen angeschnitten. Alle können Kuchen essen. Lasst es euch schmecken. Oh mein Gott, diese Hochzeit ist so... Also diese wirklich, diese letzte Part ist einfach so typisch Sims. Im Regen. Schön. Das ist das, was die Leute wollen. Im Regen. Im Gewitter. Hochzeit. Schön. Wo ist Blaze? Da. Unsere Braut ist dort. Ja, Victoria muss pinkeln. Die müssen alle pinkeln. Ich mache das mal kurz ein bisschen hoch, damit... ja, nicht einfach alle auf pinkeln müssen und sich einpinkeln oder sowas. Und schmeckt der Kuchen, Blaze? Schön. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Oh mein Gott, auch wenn alles super verrückt abgelaufen ist. Aber sie sind jetzt verheiratet, sie sind jetzt toll. Schön. Und sie haben sich jetzt dieses Ganzen verpflichtet. Don, du bist jetzt ein Hexer. Schön. Schön, 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 Leute. Unfassbar schön. Du, wollen wir noch irgendwie einen Hochzeitstanz machen? Das wäre doch toll. Hochzeitstanz mit Blaze, bitte. Könnt ihr das machen? Nee, ihr könnt euch für zusätzliche Kurse... Oh, jetzt ruft ihr auch noch irgendwie an. Hochzeitstanz, bitte. So, wo macht ihr das jetzt? Macht ihr das jetzt hier oder wie? Anscheinend ja. Schön. Im Regen. Zusammen. Tanzen. Oh mein Gott, Leute. Wie schön. Es ist ja schon irgendwie süß, ne? Also irgendwie finde ich es ja schon total süß. Toll. Nee, dann geh doch nicht einfach. Es ist gerade ein romantic moment. Kannst du... Oh, im Regen küssen. Ja, do it. Wow, richtig Gewitter hier, oh mein Gott. Aber ja, das passt halt sehr, sehr, sehr gut zu den allen. Oh, wie schön. Ich freue mich richtig, richtig doll, dass die beiden jetzt verheiratet sind und... Hey, Victoria. Was ist los, Fleur? Ich hab dich lieb. Warum sagst du das? Was ist los? Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo wir... Wo wir diese Lichtung gefunden haben? Ja, natürlich. Ach, da hängen wir doch ständig rum. Weißt du, diese Lichtung... Da werden wir uns jetzt immer treffen, okay? Was redest du denn da, Fleur? Was redest du da? Ich hab dich einfach lieb, okay? Okay. Ja, und sie geht jetzt noch zu Kinsley. Kannst du sie umarmen, bitte? Umarm sie mal, bitte. Kinsley, du warst immer so eine tolle Mutter für mich. Ach, Fleur. Ich hab dich wirklich lieb. Meine Mom ist wirklich schrecklich. Und du bist so ein toller Mensch und immer für mich da gewesen. Ach, was ist denn los, Fleur? Ach, nichts. Ich wollte es dir einfach nur mal sagen. Teufel, hier so richtig. Okay. Ja, Leute. Und ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass ich dich richtig lieb hab. Ja, ich dich auch, Fleur. Du bist wie eine Tochter für mich. Und du wie eine Mutter. Und ich werde immer an dich denken. Wie, warum redest du so? Was ist denn los? Nichts. Ist mir nur gerade eingefallen alles. Ach, Schatzelchen. Ach, Mensch. Ich bin so froh, dass wir jetzt verheiratet sind.
Und du jetzt ein Magier bist. Ach, das ist doch großartig. Wir können die ganze Weltenherrschaft an uns reißen. Die Teufel hilft uns dabei und unsere meine Tochter Vittoria. Sie wird irgendwann nicht die Teufelin sein. Ach, Schatz, ja, ja. Ach, schön. Ach, ich freue mich so. Ja, Fleur wird auch irgendwie bei uns bleiben, aber irgendwie brauche ich sie auch nicht, ne? Ach, da red doch nicht so über deine Tochter. Doch, sie ist einfach nichts nutz. Sie will keine Magierin bleiben. Sie will sich nicht meinen Sachen beugen und will auch nicht meine Macht. Es ist enttäuschend. Ach, sie hat dich doch trotzdem lieb. Und du hast sie doch irgendwie auch lieb. Ach, Liebe. Liebe, Dawn. Was ist denn überhaupt Liebe? Ich kann nicht lieben. Dich mag ich. Und ja, deswegen habe ich dich auch geheiratet. Aber Liebe, was ist Liebe? Ach, Schatz, innerlich weißt du, dass du mich liebst und ich liebe dich auf jeden Fall auch. Okay, ich gehe mal kurz raus, ja? Ja. Okay, Leute. Ich will nicht, dass dieser Moment kommt. Doch. Es stürmt. Es ist totales Gewitter draußen. Und Fleur. Mach mal dein Handy weg. Fleur rennt in ein neues Leben. Und ja, mit dieser Szene, mit dieser wunderbaren Hochzeit möchte ich mich verabschieden aus diesem letzten Part, aus diesem letzten Finale. Die Hochzeit war ein bisschen verpeilter, als ich wollte und es war auch alles ein bisschen durcheinander, aber das ist ja so typisch Sims. Und mit diesem Bild verabschieden wir uns aus Generation 1 und auch von Blaze. Vittoria erstmal, Kinsley erstmal und allen. Und sehen uns dann in Generation 2 mit unserer wunderbaren Fleur wieder. Danke für diese wunderbaren Wochen in dieser Challenge mit Blaze, für eure tollen Kommentare und eure Unterstützung zu dieser Challenge. Und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder mit dieser wunderbaren Fleur und einer neuen Geschichte, einem Neuanfang. Und ja, Blaze verabschieden wir damit und ja, ich muss noch mal kurz zu ihr gehen. Mit diesem Bild verabschieden wir uns von Blaze und von dieser Generation. Schreibt mir gern, ob ihr noch Ideen habt für Fleur und wie euch, schreibt mir auch gerne, wie euch die Challenge gefallen, wie euch die Generation gefallen hat und dann hören wir uns in Generation 2 hoffentlich wieder. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss!